Servus YouTube und Freunde des Landwirtschaftssimulators, herzlich willkommen zurück bei einer Mod-Vorstellung. Heute mal die letzte Mod-Vorstellung aus der Zeit, wo ich im Urlaub war, beziehungsweise von den Mods, die rauskamen, als ich noch im Urlaub war, also diese, die letzte Woche gekommen sind. Diese Woche kam noch nicht viel Besonderes. Ja, hier für euch ein 3 Meter Grubber von Pöttinger, ein Pöttinger Synchro 3030. Könnte jetzt auch 3,30 Meter haben, aber ich glaube, er hat 3 Meter. Und was wir sofort sehen, frisch gekauft, schon schmutzig. Na, das geht aber nicht, da rufen wir doch gleich mal bei Pöttinger an und beschweren uns. Nee, war natürlich nur Spaß. Wir haben hier ein tolles Logo und ein tolles Bild von Pöttinger vom Synchro für 25.000 Euro. 3 Meter hat er Arbeitsbreite, wir benötigen 155 PS. Ist echt ein bisschen viel, weil, wie gesagt, bodenabhängig und wir haben schon schwere Böden und bei uns kommst du mit einem 3 Meter Grubber ja auch dementsprechend gut hin mit deinen 120 PS oder sonst was. Aber gut, 155 PS lassen wir mal gelten. Kannst du dann mit 10, mit 15 durchs Feld pflügen quasi, also durchs Feld grubbern. 25 Euro Unterhaltskosten sind akzeptabel. Sonstige Funktionen bzw. Log-Tätigkeiten kann ich jetzt immer noch nicht feststellen. Leider nicht. Wie gesagt, tut mir leid. Das funktioniert irgendwie einfach nicht. Aber ich gehe auch wieder davon aus, dass der bis auf ein paar Kleinigkeiten fehlerfrei sein wird. Was sehr schön ist zu sehen, ja, das Pöttinger Logo ist sehr hochauflösend. Der gesamte Grubber hat eine tolle Textur, eine tolle Modellqualität. Wir haben die schönen Warntafeln hier auch hinten wieder dran und schön in Gelb abgehoben. Hinten die Planierwalze, sage ich mal. Die Spiralwalze ist es, ja okay, Spiral ist es nicht, oder? Nee. Es sind einzelne Rundeisen, sage ich mal, die dann sich drehen und alles plattwalzen. Aber was schön ist, dass man hier auch fest befestigt mit Kabelbindern oder sonstigen Sachen hier auch die Lichter sieht hinten. Das ist der Wahnsinn, wie geil das aussieht. Ansonsten oben hier sind die weißen Teile hier oben sind irgendwie zum Verstellen, das ist auf jeden Fall Fakt. Überall die ganzen Dinge, haben wir die ganzen Dinge drin, die, na, Federbolzen oder nicht Bolzen, sagt man es, die Federn einfach. Vorne hier, wie gesagt, mir kommt es immer so vor, als wenn die Gruppe echt viel so tief, aber sind sie anscheinend nicht. Ich kann leider nicht weiter runter gehen, das ist das Problem. Jetzt, die Textur unten ist relativ in Ordnung, was ich so ein bisschen negativ finde. Übrigens die Schalen-Dinger hier hinten auch richtig schön. Die Schalenscheiben würde ich sie mal nennen. Ich kenne die ganzen Begriffe ja nicht auswendig. Dass diese Schmutzpartikel die Textur ein bisschen schlechter aussehen lassen, weil sie so platt wirken. Wenn der Grubber jetzt sauber wäre, glaube ich, würde er nochmal ein viel besseres Bild machen, als es sowieso schon hat. Was Fakt ist, dass wir eine tolle Grubbertextur haben, die kann man ja jetzt schon sehen. Ich würde sagen, jetzt testen wir erstmal den Feldeinsatz. Und was Hammer ist, dass diese beiden Teile hier an der Seite, dass man die eingeklappt hat und erst, wenn wir auf dem Feld sind, klappt man die Teile aus, weil die ja relativ breit sind und quasi die maximale Arbeitsbreite übersteigen würden. Und ich muss sagen, das sieht erstens mal nur nicht geil aus, das ist auch hammergeil. Blinker funktionieren genau wie das Bremslicht und die normalen Lichter. So muss das auch sein. Und jetzt senken wir das Teil mal und grubbern mal um die Wette. Was schön ist, man hat hier, was heißt schön, man hat hier die maximale Geschwindigkeit auf 10 km/h eingeschränkt, weil Leistung haben wir genug. Tempomat ist auf 62. Wir sehen also, 10 km/h ist hier Maximum. Ich würde sagen, man kann bis 13, 14 kann man schon noch gehen. Beim Grubbern, vor allem 11, 12 sind doch absolut unmöglich, wenn man genug Leistung hat. Finde ich ein bisschen schade. Man hat sich übertrieben, man hat es eher ein bisschen untertrieben, aber 10 km/h ist eine akzeptable Geschwindigkeit mit tollen Partikeleffekten und auch die Animation vom Grubbern sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also hier ein sehr, sehr zufriedenstellender Pöttinger Grubber, der absolut 5 Sterne mäßig ist. Texturen Bombe, Funktion Bombe, Modell Bombe, also ich weiß nicht, was man hier noch will. Vielleicht Arbeitsbreite mal 4 Meter so eine Reihe rausbringen an Grubbern, das wäre echt mal geil, so in kleinen Bereichen 3, 4, 5, 6 Meter, das wäre mal echt der Hammer.
Aber wie gesagt, ich bin hier voll zufrieden mit dem Teil. Macht riesig Spaß. Den wünsche ich euch auch mit dem Teil. Und 5 Sterne standardmäßig sind das bei mir. Ja, also das war's von mir mit diesen alten Mod-Vorstellungen aus letzter Woche. Ich bin raus. Und ihr auch. Tschüss.